Herzlich willkommen auf meinem Kanal. Heute zu Gast ist Sabine Warzecher. Herzlich willkommen erstmal. Dankeschön. Ja, Sabine und ich haben uns kennengelernt letztes Jahr in Pader, in der Nähe von Bonn, ne? Warst du gewesen? Genau, Bad Breisig. Ja, genau. Und ja, und so sind wir mittlerweile eigentlich immer wieder. Du warst dann auch beim Seminar dabei und so. Und so hat sich eine kleine Freundschaft auch entwickelt. Und jetzt bin ich ja in Paderborn bei euch. Du hast mich ja eingeladen. Da freue ich mich auch schon drauf. Und ja, und das Thema heute, wie ihr im Hintergrund sehen könnt, es geht heute ein bisschen um die Technik, aber nicht nur, sondern vor allem um die Gesundheit. Das Thema Gesundheit steht im Vordergrund. Sabine ist Heilpraktikerin, arbeitet wie viele Jahre jetzt schon? Im Januar 2025 werden es 20 Jahre. Also ziemlich, ziemlich lange. Und darüber wollen wir heute sprechen, weil du, wie gesagt, kinesiologisch arbeitest und eben auch mit diesem Gerät. Und was dieses alles kann oder was man vor allem, was ihr davon habt, wenn ihr so einen Scan durchführen lässt, darüber wollen wir heute sprechen. Ich gebe erstmal das Wort an dich, dass du dich mal kurz ein bisschen vorstellst, dass die Zuschauer dich näher kennenlernen. Und dann würde ich sagen, steigen wir direkt in die Thematik Kinesiologie und Körperscan ein. Bitte schön. Wunderbar, lieben Dank für die Vorstellung. Ja, ich habe den Körperscan vor einigen Jahren kennengelernt durch eine Teilnehmerin in einem Kinesiologiekurs, den sie bei mir besucht hat. Und sie war da so von begeistert, dass ich gesagt habe, gut, ich fahre 2 Stunden zu ihr hin, weil sie etwas weiter auch entfernt wohnte. Wir haben den Körperscan gemacht, haben dann auch entsprechende Maßnahmen ergriffen, weil ich halt auch meine Defizite einfach gesehen habe. Auch ein Therapeut hat entsprechend seine Baustellen. Und wir haben dann entsprechend geschaut, was können wir jetzt entsprechend machen. Und ich habe nach einem Monat wieder einen Scan gemacht und es war unglaublich, was sich da verändert hat. Und das hat mich absolut überzeugt, weil ich da gesehen habe, ja, die Maßnahmen kann ich schwarz auf weiß auf dem PC sehen. Und so bin ich ja dazu gekommen, mit dem Körperscan zu arbeiten. Das ist ein Quantummagnetresonanzgerät, was auf Schwingungsbasis arbeitet, ähnlich einem Bioresonanzgerät. Und derjenige, der zu mir bekommt, der bekommt eine Elektrode in die Hand und 2 Pads auf die Stirn. Und innerhalb von einer Minute haben wir die Auswertung. Also es braucht kein Blut abgenommen werden. Das finde ich auch immer ganz schön. Es erfolgt schmerzfrei. Und wir können dann innerhalb einer Minute sehen, was ist denn im Körper so eigentlich los? Wie geht es demjenigen da? Weil oft hat man das Gefühl, man ist so nicht ganz gesund, aber auch nicht wirklich krank und weiß noch gar nicht, wo es so dran liegt. Und dieser Körperscan hat eine schöne Übersicht. Wir sehen also Dinge zum Herz-Kreislauf-System, wie die Gefäße sind, der Widerstand, unterschiedlichste Varianten. Sind insgesamt 256 Parameter, die wir dann in einer Dreiviertelstunde oder Stunde dann angehen und besprechen. Wir haben neben dem Herz-Kreislauf-System natürlich auch Magen-Darm-Trakt, ist auch immer ganz wichtig, ne? Wenn der Körper über den Magen-Darm-Trakt gestört ist und nicht alles resorbieren kann, dann habe ich natürlich gewisse Defizite im Körper und auch daran kann man wieder arbeiten. Die Nieren, Leber-Galle-System, Knochen, ja, man kann also sehr gut erkennen, wie sind die Knochenwerte und kann da halt wieder gucken. Der Säure-Basen-Haushalt wird abgeglichen. Mineralstoffe, Vitamine, Aminosäuren, Schwermetalle, ja, so Schwermetallbelastung oder auch Elektrosmog. Also da gibt es ganz, ganz viele Parameter, die man sich anschauen kann. Und in der Analyse ist es auch so, gewisse Parameter am Anfang und andere Parameter weiter unten ergänzen das Bild, sodass wir also klarer sehen können, wie ist der Mensch aufgestellt, was braucht er, wo ist er gut aufgestellt. Das ist einfach eine schöne Geschichte.
Und was ja der Vorteil ist, weil ich sage jetzt mal, ich habe ja ein Video gedreht wegen Haare schneiden, das natürlich jetzt, ja, nur wenn sie gebucht wird oder wenn es halt mehrere Personen sind. Und bei dir, das ist ja ein mobiles Gerät. Also das ist ja mit dem Laptop versehen. Und das heißt, du kannst sozusagen auch Hausbesuche machen. Und du hast ja gesagt, du bist wo nochmal im einmal im Jahr im. Och, ich bin öfters, 3 bis 4 Mal bin ich unten im Allgäu, Okay. in Seeg bei Füssen. Aha. Genau, da hat sich ein kleiner Standort schon gebildet. Und ich freue mich immer sehr. Ich habe da eine ganz nette Freundin mittlerweile, die halt im Beauty-Bereich sehr aktiv ist. Und wer da Interesse hat, ich gebe die Termine halt auch dann auf der Homepage dann bekannt, kann dann auch gerne mal dazukommen und wer in dem Bereich wohnt, dann halt auch mal schauen. Oder wenn jetzt mehrere aus einer Region da sind, die gerne das machen möchten, dann können wir halt auch mal 1, 2 Tage veranschlagen und dann komme ich halt auch. Und dann können wir das halt an einem Tag oder zwei dann einfach auch mal durchführen. Und Ja, erzählen. es ist einfach schön zu sehen, wie der Körper aufgestellt ist, weil wir schauen dann natürlich, was können wir körperlich machen. Ja, manchmal ist es so, dass einfach die Trinkmenge zu wenig ist oder zu wenig Gemüse oder Obst gegessen wird oder einfach die Bewegung noch unterstützt werden kann. Und da gibt es in Beratungsgesprächen natürlich auch immer Hinweise und Möglichkeiten, was derjenige dann machen kann. Also er kriegt nicht nur einfach die Analyse an die Hand, sondern halt, was er auch wirklich umsetzen kann. Ne? Nicht zu viel, ich möchte denjenigen ja nicht überfordern, sondern einfache Möglichkeiten, die Dinge anzugehen. Wenn du zu jemandem kommst, wie viele Teilnehmer oder wie viele Patienten bräuchtest du, dass du sagst, jawohl, da lohnt sich die Reise, weil es muss sich ja auch rentieren. Ja. Ja, zwischen 4 und 5, je nachdem, wie weit die Anreise dann auch ist, kann man dann entsprechend machen. Okay. Und vom Kostenpunkt her gibt es da verschiedene Staffelpreise, wo man sagt, weil ich kenne das normalerweise, wenn du eine Untersuchung machen lässt, gibt es die kleine Untersuchung, die mittlere und die große oder so. Gibt es das da auch bei dir oder wie ist Es ist so, dass ich einmal den Körperscan an sich anbiete und dann in Verbindung mit der Kinesiologie, wo ich gleich noch drauf eingehen möchte. Und das Beratungsgespräch für den Körperscan ist bei dem Erstkontakt meist 1 Stunde, weil wir da einfach auch schon Lösungsmöglichkeiten halt uns anschauen oder auch Empfehlungen, was Vitalstoffe angeht, ne, damit der Mensch wieder gut aufgestellt ist. Und dann können wir natürlich auch schauen im emotionalen Bereich, was steckt denn dahinter? Warum habe ich denn ein Defizit? Warum ist ein Mangel entstanden? Welche emotionalen Themen stecken dahinter? Und das kann man mit der Kinesiologie sehr gut angehen. Und da biete ich halt auch dann 1,5-stündige Beratung an, einmal Körperscan und Kinesiologie. Oder wenn derjenige nur kinesiologisch arbeiten möchte, dann halt auch eine Stunde Kinesiologie. Und die Stunde ist natürlich etwas anders getaktet als die 1,5 Stunden. Ne? Genau. Wie viel Vorlaufzeit, wenn man dich jetzt buchen möchte, wenn du jetzt wohin kommen darfst, wie viel Vorlaufzeit wird da normalerweise eingeplant? Ungefähr 2, 3 Monate. Okay, gut. Genau, dass man das alles gut hintereinander wegbekommt. Ne? Genau. Was Wenn ja es auch. akut ist, wenn es akut ist und hier bei mir in der Nähe, dann kriegen wir den Termin natürlich auch dazwischen. Das ist überhaupt kein Thema. Ne? Aber wenn halt ein größeres Event daraus entstehen soll, dann hätte ich schon ganz gerne ein bisschen Vorlaufzeit. Ja, kein Problem. Und was ja auch, du hast es ja auch mal bei uns gemacht, zu Hause, kamst ja extra mit dem Gerät. Und das Schöne ist, wenn ihr jetzt zum Beispiel sie bucht und
dann würde ich euch empfehlen, wenn ihr gerade so Produkte habt, Nahrungsergänzungsprodukte oder so Zusatzsachen, was es da heutzutage alles gibt, testet sie das gerne mit euch aus, kinesiologisch. Also das einmal mit dem Körperscan ist das eine gute Geschichte und dann eben noch in Verbindung mit den, was tut mir wirklich gut, hilft mir das oder eben nicht, weil ich sage mal, versprochen wird immer viel. Ja, auf dem Markt. Es gibt ja eine Riesenmenge an Nahrungsergänzungsprodukten. Das ist ja mittlerweile ein sehr, sehr großer Markt geworden. Und man geht natürlich immer nach den Versprechungen oder wenn jemand sagt, ja, das ist besonders gut und so, nimm das mal. Aber hier kann ich es halt auch wirklich feststellen, inwieweit es mir wirklich was hilft oder mich bringt. Deswegen kann ich jedem nur empfehlen, wenn er mal einen Termin mit ihr ausmacht, bringt ruhig eure Sachen mit. Und dann Genau. kann man das gut mit einbinden. Jetzt ist es ja so, du machst ja nicht nur jetzt, wie gesagt, den Körperscan, du hast ja, das ist ja erst eine Sache, die erst viel später in deinen Jahren gekommen ist. Und vorher hast du ja einmal, machst du ja Yoga zum einen auch. Das heißt, du bietest auch richtige Kurse an, ne, mit Yoga Ja. und so. Und Genau. Bist du da auch in Deutschland oder Europa unterwegs oder ist das Eine schöne Sache. Ja, ich bin erstmal am Standort Paderborn aktiv und in der Umgebung. Aber wenn jetzt jemand sagt, Mensch, wir machen da so einen Tag, machen wir noch eine Stunde Yoga hinterher, damit alle entspannt nach Hause gehen können, dann ist das natürlich auch eine Möglichkeit. Genau, aber so direkt. Habe ich da noch keine Ambitionen, aber das wäre natürlich ein Feld, was man für die Zukunft sehr schön vorsehen könnte. Ja, weil ich sage mal so ein Rundum-Wohlfühl-Paket. Genau. Ein Wochenende für Körper, Geist und Seele. Ja, genau. Jetzt ist es ja so, die Technik. Du sagtest etwa eine Stunde oder circa anderthalb Stunden. Ja. Wie ist es an den, also was brauchst du für Räumlichkeiten, gibt es da bestimmte Voraussetzungen vom Raum, die du da brauchst? Oder kannst du das, ich sage jetzt mal, bei uns war es ja jetzt zwar im Esszimmer gewesen, ist das wirklich so ausreichend oder hättest du gerne schon gewisse, ja, ich sage mal, ein gewisses Ambiente? Dann Es so. kommt immer darauf an, wenn ich einen Hausbesuch mache, dann kann ich das am Küchentisch machen. Wenn ich eine Stromquelle habe, reicht mir das völlig. Okay. Ja, also es braucht nicht das Büro oder die Praxis sein. Ist natürlich, wenn man so einen Tag hat, natürlich schöner, wenn man einen Raum hat, der so ein bisschen für sich ist, wo Ruhe auch ist, wo man ganz in Ruhe die Beratungsgespräche auch führen kann. Aber es ist einfach und unkompliziert und da bin ich immer für zu haben, für unkomplizierte Dinge. Jetzt ist es ja so, du machst ja also diesen Scan und das ist ja der Ist-Zustand. Richtig. Jetzt, wie sieht es ja aus oder was ist deine Erfahrung, dass man, weil du ja vorher auch gesprochen hast, als du ja damit begonnen hast oder bevor du, oder wir haben ja vorhin über deine Geschichte erzählt, hast du ja gesagt, bist du ja nach einer gewissen Zeit wieder hingegangen. Wie machst du das, wenn du jetzt, weil wenn man dich jetzt bucht, also du bist jetzt zwar in Füssen, gut, da kommst du jetzt regelmäßig, also viermal im Jahr. Aber in welchem Abstand ist es zu empfehlen, wo man sagt, ich habe jetzt den Ist-Zustand, dann hast du das alles ausgetestet, mir Empfehlungen gegeben, was ich machen kann, umsetzen kann. Und dann wird man natürlich auch neugierig irgendwann und sagt, okay, hat es denn was gebracht? Erstmal die Frage, wie lange sollte man dann einen zweiten Termin vereinbaren? Und wenn man dich bucht, wie kann man das dann irgendwie machen? Weil wenn ich sage jetzt mal, ich sitze jetzt also ich bin jetzt zwar auch im Allgäu, aber ich sage mal, ich bin jetzt in Saarbrücken als Beispiel. So, jetzt bist du dann da gewesen. Wie läuft es dann ab? Kriegt derjenige dann auch nochmal einen Ausdruck per E-Mail oder weil du hast mir ja das auch geschickt hinterher? Genau. Und wie läuft sowas dann ab?
Also in der Regel, wenn die Menschen vor Ort sind, ist es so, dass sie nach 6 Wochen schon sehen können, was sich verändert hat, weil es ja auch auf Zellebene geht, also die Frequenzen. Und wichtig ist, dass die Menschen bereit sind, etwas zu verändern, weil sonst bräuchten wir den Scan nicht machen. Ja? Also wenn dann wirklich gut mitgearbeitet wird, sind nach 6 Wochen schon die ersten Ergebnisse da. Richtig optimal nach 2 Monaten. Ja, und man kann natürlich auch nach 3 Monaten entsprechend nochmal schauen. Ne? Das kommt immer darauf an. Ja, wie möchte ich arbeiten? Möchte ich wirklich flott und forsch arbeiten? Oder sage ich mir, ich lasse mir Zeit, ich mache das in Ruhe. Also diesen Körperscan kann man eigentlich jederzeit machen, um zu schauen, wie bin ich denn aufgestellt, was hat sich verändert. Und toll ist es einfach, wenn man die Möglichkeit hat, nach 6 Wochen oder nach 8 Wochen zu kommen, weil einfach die Motivation dann viel, viel größer ist, weil ich ja sehe, Mensch, da hat sich was verändert. Ja, und das ist richtig, richtig toll. Und die Menschen gehen dann einfach mit Freude wieder weiter und sagen, ja, es bringt was, die Maßnahmen sind ja optimal oder haben sich verändert. Und richtig gute Ergebnisse oder Ergebnisse an sich sieht man halt auch nach einem halben Jahr oder Dreivierteljahr. Weil man muss sich vorstellen, dass die Stoffe, die wir dem Körper zuführen, ja für den täglichen Bedarf einmal sind. Und dann ist es so, dass gewisse Dinge natürlich erst dann ins Depot reingehen können, wenn wir das nicht für den Tagesbedarf nutzen. Ja, also alles, was übrig ist, kann natürlich ins Depot gehen. Und das kann, je nachdem, wie viel Stress ich habe, wie mein Alltag ist, kann das natürlich länger dauern. Also ich habe mich auch davon verabschiedet, dass ich gedacht habe, ach, ich nehme da mal 1, 2 Monate was und stelle mal die Ernährung so ein bisschen um und dann ist ja alles wieder gut. Nein, manche Depots. Da braucht es sehr, sehr viel länger, ne? Und da braucht man halt auch Geduld. Und das sage ich dann halt auch immer. Das ist nicht wie beim Auto, ich fülle mal eben den Tank wieder voll. Nee, ich habe einen Tagesbedarf, der auch unterschiedlich ist. Und das wirkt sich natürlich auch auf die Einspeicherung im Depot dann wieder aus. Jetzt, was mir gerade noch meine Herrschaften hier neben mir dann wieder eingeflüstert haben, finde ich super. Danke übrigens. Wie sieht es denn aus mit allergischen Reaktionen? Also das heißt, kann ich mit dem Körperscan auch testen, ob mir das wirklich gut tut oder also hier zum Beispiel gerade bei Lebensmitteln zum Beispiel ist ein ganz ist ja im Moment ein Riesenthema, weil viele natürlich auch ihre Ernährung umstellen, Zusatzstoffe etc. Und es ist ja jetzt die Zeit, wo viele Menschen oder wo Allergien im Moment noch verhäuft auftreten. Kann ich das irgendwie mit dem Scan, weiß ich, gibt es da Möglichkeiten rauszukriegen, ob ich was, dass ich vielleicht im Vorfeld schon vermeiden kann, bevor es mein Körper mir aufzeigt oder so? Ich weiß ja nicht. Sehr schöner Hinweis. Also wir haben auch eine Übersicht bei den 256 Parametern, was Allergien betrifft. Ich glaube, da sind 10 Unterpunkte drin und da hat man schon mal einen Hinweis, ah, wo reagiere ich denn da drauf? Ich sage immer, wo habe ich eine Disposition? Wo habe ich eine Reaktion der Schleimhäute, der Häute, wenn ich zum Beispiel mit Tierhaaren in Berührung komme oder mit gewissen Putzmitteln, Kosmetika, Waschmitteln? Deshalb ist es auch da halt schön, nochmal seine Sachen gegebenenfalls mitzubringen, dass man einfach schaut, was stärkt den Körper, was ist optimal für den Körper und was schwächt ihn. Und das kann man dann halt nochmal extra separat austesten mit der Kinesiologie und hat dann nochmal eine andere Übersicht. Und mit der Kinesiologie, ich erzähle da gleich auch nochmal ein bisschen mehr zu, habe ich halt auch die Möglichkeit, Allergien im emotionalen Bereich anzugehen und gewisse Punkte am Kopf und auch an den Füßen zu beklopfen, damit ich den emotionalen Stress, der ja auch hinter einer Allergie liegen kann, dann reduziere und ich somit einfach mehr in meiner Kraft und in meiner Gesundheit bin.
Und weil wir jetzt ja von dem zweiten Scan nochmal gesprochen haben, die Daten brauchst du ja nicht mehr, weil die sind ja im Computer eingespeichert. Also Richtig, geht schon richtig. mal weg. Dauert es dann auch, wenn ich sage jetzt mal, ich war vorher bei dir, habe anderthalb Stunden jetzt gescannt, dauert der zweite Scan, wenn man dann hinterher das nochmal testet, genauso lang oder ist es dann wesentlich schneller? Das kann man in einer halben, dreiviertel Stunde dann durchgehen und man hat dann die Möglichkeit, einfach auch nochmal zu schauen, wo habe ich Bereiche, die vielleicht zu viel oder zu wenig angezeigt haben, von Defiziten oder halt auch anderen Dingen. Und dann habe ich eine Übersicht, wo ich direkt schauen kann, die Parameter, die beim letzten Mal im gelben oder im roten Bereich waren, da kann ich schauen, ah, es hat sich was verbessert. Und was ich halt festgestellt habe, bei ganz vielen Menschen verbessern sich einfach die Werte und dann können wir halt auch schneller nochmal wieder den Plan anpassen, nochmal schauen, wo gibt es noch Handlungsbedarf und dann brauchen wir halt nicht unbedingt eine Stunde. Das ist das Schöne daran, ne? Okay. Also wäre es sinnvoll, wenn du jetzt irgendwo gebucht wirst, dass man dann nochmal mit dem, der dich gebucht hat, vielleicht dann nochmal einen zweiten Termin gleich hinten dran hängt, dass man sagt, in 2, 3 Monaten oder so komme ich nochmal, Genau, dass die ja. praktisch dann nochmal diesen zweiten, also danach guckt, inwieweit hat mir das geholfen oder wo habe ich verändert. Genau, das ist einfach sinnvoll und halt für die eigene Motivation auch ganz, ganz sinnvoll. Und wenn es natürlich so weite Strecken sind, da kann ich natürlich nicht innerhalb von 6 Wochen oder 8 Wochen kommen, sondern da würde ich dann halt auch feste Zeiten machen, dass man dann halt auch quartalsweise dann dorthin fährt und einfach quartalsweise dann guckt. Dann ist die Zeit zwar ein bisschen länger, aber man hat trotzdem die Sicherheit, dass ich dann da bin. Und hier vor Ort habe ich die Möglichkeit, ein kleines Protokoll auszudrucken über die Dinge, die wir angehen wollen. Und das gebe ich dann auch meistens mit, damit derjenige einfach weiß, ah, das sind meine Werte. Und wenn wir dann einen zweiten oder einen dritten Scan machen, dann gibt es natürlich auch wieder so ein Protokoll und dann sieht man halt schwarz auf weiß, wie sich die Werte einfach verändert haben. Das ist echt toll. Klasse. Was ich auch noch gerade als Info reinkriege, das stimmt, das kann ich dich auch noch fragen. Bietest du denn auch Kurse an für Kinesiologie, wo man das für den Hausgebrauch? Weil ich sage dir ganz offen, also wir waren jetzt heute wieder einkaufen, Beate macht das eigentlich auch, dass wir zum Beispiel beim Einkaufen gucken, ist das Lebensmittel in Ordnung, weil manchen Sachen siehst du es ja nicht an. Sondern es wird ja viel getrickst mit Lampen und mit Stimmung und so weiter. Und es gibt ja für den, ich sage halt mal, für den Hausgebrauch gibt es ja auch so Kinesiologie-Techniken. Bietest du sowas auch an als Kursus? Also ich habe ein Tagesseminar entwickelt, wo ich den Vortest mit den Teilnehmern durchgehe. Das heißt, die erstmal fit machen, dass sie in der Balance sind. Denn es kann bei der Kinesiologie, das ist ja der Muskeltest, es ist eine Biofeedback-Methode. Und da erkenne ich halt dran, ob etwas den Körper stärkt oder schwächt. Und in dem Vortest lernen halt die Teilnehmer, wie zum Beispiel, habe ich einen Wassermangel? Wenn ich zu wenig Wasser im Körper habe, kriege ich, ich sage immer so, Wischiwaschi-Ergebnisse, ja? Und dann funktioniert es nicht wirklich. Wir wissen ja, dass Wasser ein wichtiger Träger im Körper ist, auch für Informationen. Und wenn ich gut mit Wasser versorgt bin, dann kriege ich halt bessere Ergebnisse. Oder wenn meine linke und rechte Gehirnhälfte nicht wirklich gut miteinander arbeiten, weil ich gerade sehr logisch unterwegs bin, dann ist das auch nicht optimal für mein Ergebnis. Und so habe ich die Möglichkeit, einmal mit jemand anderem zu testen, dass man also zu zweit testet, dass einer der Testende ist und der andere der Tester.
Oder wie du schon sagst, du stehst vor dem Gemüseregal und weißt jetzt, nehme ich die Biogurke oder nehme ich die Gurke oder dann haben wir noch was anderes da. Ja, das ist immer die spannende Frage. Und dann lernen die Teilnehmer halt auch, wie sie über ihre Muskeln, zum Beispiel bei den Händen, entsprechend einfach testen. Man möchte ja auch im Geschäft nicht auffallen, nach dem Motto, man bringt noch jemanden mit und dann testet man mal schön mit dem Arm und alle gucken. Das möchte man ja auch nicht, ne? Genauso gut geht es natürlich auch mit dem Pendel oder mit dem Biotensor. Damit kann man natürlich auch austesten. Ist eine ähnliche Methode. Und wenn du jetzt, weil du machst es ja, denke ich mal, auf jeden Fall bei dir in Paderborn, aber ich denke mal, solche Kurse kannst du ja auch überall anbieten. Wie Ja, viele genau. Teilnehmer braucht es für so einen Kursus, dass man dich bucht, dass man sagt, oh ja, kommst du zu uns? Was ist da die Mindesteilnehmerzahl? Das sind zwischen 6 und 10. Okay, gut. Okay, gut, alles klar. Nur das war, also man kann es praktisch bei sich auch zu Hause machen, wenn man eine gewisse Größe hat von einem Wohnzimmer oder so. Oder Genau. Ich habe das okay. letztens halt auch in einer Ferienwohnung gemacht. Da habe ich halt einen großen Wohnraum gehabt und habe dann mit 6 Teilnehmern da gearbeitet. Das war halt auch eine schöne Geschichte. Dann brauchen die halt nicht anreisen, ne, sondern dann bin nur ich unterwegs. Das ist halt auch immer sehr schön. Und man lernt ganz tolle Orte natürlich auch kennen in Deutschland, ne, die man sonst gar nicht so kennenlernen würde. Wunderbar, prima. Ja, schön. Du hast jetzt gesagt, du wolltest noch ein bisschen näher nochmal auf die Kinesiologie eingehen. Was darfst du denn oder was möchtest du da unseren Zuhörern denn noch mitteilen? Genau. Also die Kinesiologie ist eine Muskeltestung, wo man mit dem Arm testen kann, aber auch mit anderen Muskeln am Bein zum Beispiel oder auch mit den Händen. Und diese Testung ist eine Biofeedback-Methode. Das heißt, in unserem Gehirn haben wir im limbischen System unsere Gefühle und Emotionen ja auch abgespeichert. Und wir können darüber, über den Muskeltest halt auch erfragen, welche Emotionen, welche Glaubenssätze, welche Glaubensmuster oder Blockaden sind gerade da, die mir Stress verursachen. Und hier können wir halt schauen, wo ist denn dieses Thema überhaupt, die Ursache? Wenn ich jetzt zum Beispiel jemanden habe, Magen-Darm-Trakt, haben wir gesehen im Körperscan, die Aufnahme ist nicht wirklich optimal über den Dünndarm zum Beispiel. Dann schauen wir, wo gibt es denn ein Thema, wo ich Dinge, Emotionen vielleicht nicht richtig gut verarbeiten kann? Wo kann ich Dinge nicht gut aufnehmen und auch wieder loslassen? Und das ist eine schöne Methode, mit der Kinesiologie dann zu gucken. Und mit verschiedenen Techniken, unter anderem auch Klopftechniken, kann man dann, oder auch Augenbewegungen, kann man dann den Stress im Körper lösen. Ja. Ich kann da mal ein Beispiel nennen. Ich habe vor einiger Zeit einen älteren Herrn hier gehabt, der stand kurz vor der Herz-OP und sagte, ich mache alles, was möglich ist, damit ich diese OP gut überstehe. Wir haben einen Körperscan gemacht und haben natürlich gesehen, dass seine Herzparameter nicht optimal sind. Er war dann bereit, kinesiologisch zu arbeiten. Und wir haben dann gefunden, dass emotionale Themen in der Familie noch da waren, unter anderem mit ein, zwei Mitgliedern der Familie. Wir haben das gelöst. Und er hat mich 2 Tage später angerufen und hat gesagt, Frau Watzecher, ich habe ja über ein halbes Jahr nicht geschlafen. Ich hatte ja auch abends diesen Herzhusten. Ich kam gar nicht richtig in den Schlaf rein. Seit 2 Tagen schlafe ich wie ein Mummeltier. Ja, und das sind dann so Sachen, wo man einfach erfreut ist, weil dieser emotionale Druck, dieser Stress aus dem Körpersystem rauskommt. Und der Mensch einfach wieder mehr in die Balance. Wir haben dann noch eine weitere Sitzung gemacht und dann rief er mich daraufhin eine Woche später an. Frau Sicher, Sie glauben das nicht. Ich habe meine Arbeitstasche genommen, die wiegt ungefähr 25 Kilo, bin damit in den zweiten Stock und wieder runter und bin nicht außer Atem. Ja, das war für den eine unglaubliche Lebensqualität, weil vorher ging das nicht. Er hatte dann nach wenigen Treppenstufen schon immer Atemnot
Und das sind Möglichkeiten, wo ich einfach sage, boah, das ist total toll, wenn diese Stressmuster gelöst werden, was der Mensch wieder an Lebensqualität auch mitbekommt. Du hast jetzt gerade was ganz Wichtiges gesagt, und zwar nicht nur die Dinge auszutesten, sondern auch über Kinesiologie aufzulösen. Habe ich das richtig verstanden? Genau. Wenn ich die Dinge erkenne, annehme, kann ich sie dann ja auch wieder lösen. Okay, also du kannst dann praktisch währenddessen auch gleich eine Behandlung durchführen. Genau. Okay. Es ist also, wie ich eben schon gesagt habe, jetzt beim Beispiel Herz, dass wir dann halt schauen, wo hat denn derjenige ein Herzensthema? Ja, wo ist da das Herz schwer? Ne, was ist da? Oder wenn jemand immer alles an die Nieren geht, ja, da im partnerschaftlichen oder im freundschaftlichen oder im familiären Bereich einfach immer wieder Triggerpunkte da sind, dann ist es halt optimal, auch hier zu schauen und den Stress aus dem System zu bekommen. Und das kann man in einer Behandlung ganz gut angehen. Jetzt habe ich eine Frage, weil natürlich vieles online angeboten wird. Kann man sowas auch online machen? Gibt es das? Oder musst du die Person doch persönlich vor dir haben? Also ich weiß es ja nicht. Also Also viele Dinge kann man natürlich online machen, aber hier bei der Kinesiologie ist es immer noch besser, das entsprechend dann eins zu eins zu machen. Also dass derjenige dann wirklich zu mir kommt oder ich zu denjenigen und wir dann das gemeinschaftlich bearbeiten. Ja, okay, gut. genau. Und derjenige merkt dann auch sofort über den Muskeltest, wenn wir das machen, bleibt der Arm stark oder geht der Arm weg. Und das ist eine ganz tolle Geschichte, wo derjenige wirklich auch für sich spürt, was ist wirklich mit mir los und wo habe ich ja, diese Resonanz im Körper. Also er merkt dann gleich selber, was Sache ist. Ich kann ihm ja viel erzählen, aber derjenige merkt am Körper, ah, okay, jetzt geht mein Arm, wird er schwach, weil das und das gerade ist. Und wenn wir denjenigen wieder in die Balance gebracht haben, dann bleibt der Arm wieder stark. Also es ist schon eine schöne Möglichkeit. Okay. Also weil ich werde natürlich, also ihr werdet dann auch Sabine auf meiner Homepage finden und der Rubrik Netzwerk, da sind ja auch verschiedene Therapeuten unterschiedlicher Art, aber weil manche bieten eben gewisse Dinge. Wie gesagt, manche Techniken, wie du richtig sagtest, bieten manche natürlich online an, aber bei anderen geht es nicht, da muss man halt wirklich persönlich. Oder, und das ist eben das Schöne, wenn Sabine ja unterwegs ist oder wenn solche Scantermine ausgemacht sind, dann kann man ja auch sagen, gut, dann komme ich zu dir oder da in die Nähe, wo du da gerade bist und so. Und da muss ich jetzt nicht da kilometerweite Strecken auf mich nehmen. Also da gibt es schon Möglichkeiten, kann man wie gesagt dann durchsprechen. Ja, super. Prima. Schön. Dann Genau. möchtest du den Zuschauern vielleicht noch irgendwie was auf den Weg mitgeben? Von daher. Sehr gerne. Also ich verknüpfe diese Techniken halt auch sehr gerne mit Methoden aus der Akasha-Chronik und nutze da halt die Tools, die ich dort habe oder die geistige Welt mir halt auch mit auf den Weg jetzt gibt. Also ich bin da entsprechend auch in einer Ausarbeitung an einer ganz neuen Sache, halt auch mit meinem Geschäftspartner, mit dem Jürgen Friedmann. Und wie gesagt, Akasha-Chronik-Tools kommen halt auch noch mit hinein, ohne dass derjenige jetzt wirklich eine Reise mit mir machen braucht. Sodass wir halt auch hier auf dieser Ebene nochmal Unterstützung halt finden. Ja, und eine sehr, sehr schöne Möglichkeit, um so ein bisschen den Stress aus dem Körper rauszunehmen, ist einfach mal eine Hand auf die Stirn, kann jeder ja gleich mitmachen, eine Hand auf den Hinterkopf. Und so, wenn man ein Stressthema hat, kann man mal 1, 2 Minuten in sich hineinspüren und mal schauen, was sich gegebenenfalls verändert. Ja, das sind gewisse Punkte im Körper, die wir damit wieder in Einklang bringen. Das heißt, unser Gehirn, beide Gehirnhälften werden wieder gut miteinander verbunden. Es ist ja auch manchmal so, wenn man eine Situation hat, dass man einfach so, ach, ne?
hätte ich das mal so und so gemacht. Ja, und es kann sein, wenn man ein Thema hat und das beschäftigt einen sehr, dann ruhig mal 5 Minuten das auszuprobieren, um eine Lösung zu bekommen. Weil wenn das Gehirn wieder ruhiger wird, man wieder klarer wird, dann hat man auch die Möglichkeit, das Ganze nochmal von einer anderen Warte aus zu betrachten. Das ist eine schöne Möglichkeit. Toll. Vielen lieben Dank, liebe Sabine, für die Zeit, die du dir genommen hast, für das tolle Interview. War sehr aufschlussreich, auch für mich, weil vor allem, was mich sehr gefreut hat, war auch, dass man nicht nur die Dinge austestet, sondern eben dann auch zum Beispiel gerade kinesiologisch dann auch mit auflösen kann. Das ist natürlich eine wunderbare Sache. Ja, ich hoffe, euch hat es gefallen. Der eine oder andere hat vielleicht auch Anregungen gekriegt, Sabine zu buchen. Oder bei, wenn er nicht so weit wohnt, natürlich, dann auch mal zu dir zu kommen, um das einfach auch mal live zu erleben. Und ja, und in diesem Sinne wünsche ich euch eine gute Zeit und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.